Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich eröffne die 123. Plenarsitzung und stelle die Beschlussfähigkeit des Hauses fest. Nach dem vorliegenden Ablaufplan tagen wir heute bis voraussichtlich 20.30 Uhr. Eine ca. 60-minütige Mittagspause ist nach Top 65, dem Setzpunkt der Freien Demokraten, vorgesehen. Wir beginnen im Anschluss an die amtlichen Mitteilungen mit den Setzpunkten im Rahmen der Aktuellen Stunden und hier mit Top 62, dem Setzpunkt der Fraktion der CDU. Ich darf noch ganz herzlich die Besucherinnen und Besucher hier im Haus begrüßen. Schön, dass Sie heute hier sind. Ich darf außerdem namentlich noch begrüßen die ehemalige Landtagsabgeordnete und Landesbeauftragte für Heimatvertriebene und Spätaussiedler, Frau Ziegler-Raschdorf. Herzlich willkommen. Dann darf ich noch den Hinweis geben, Sie werden es aber wahrscheinlich auch schon so oder so der Presse entnommen haben, dass wir heute den bundesweiten Warntag haben. Das heißt, heute um 11 Uhr werden Sie alle Warnhinweise hoffentlich auf Ihr Handy bekommen. Das hindert uns aber nicht daran, die Plenarsitzung weiter fortzuführen. Und ich komme jetzt zu den Entschuldigungen. Entschuldigt fehlen heute ganztägig Frau Pabst-Dippel, AfD, Herr Heidkamp, AfD, Herr Burtschuh, Bündnis 90 Die Grünen, Herr Tippi, CDU, Herr Vizepräsident Lorz, CDU und außerdem ganztägig Ministerpräsident Boris Rhein, Staatsminister Axel Wintermeyer, Staatsminister Professor Dr. Lorz, Frau Staatsministerin Professor Dr. Sinemus sowie Abgeordneter Herrmann von der AfD ab 17.30 Uhr und der Abgeordnete Gagel ab 17 Uhr ebenfalls von der AfD. Ich darf fragen, ob es weitere Entschuldigungen gibt. Das ist nicht der Fall. Dann starten wir jetzt in die Tagesordnung.